Ich fände es eigentlich ganz gut, Herr Barroso, wenn dieser letzte reguläre Gipfel, Frühjahrsgipfel, den Sie auch mit vorbereiten, jedenfalls gehe ich davon aus, wenn der auch Anlass wäre auf Ihrer Seite zu einer nachdenklichen Bilanz. Weil zu oft ist es so gewesen in den letzten Jahren, dass wir gehört haben, auch von Seiten der Kommission, dass die Krise im Griff sei. Tatsächlich ist es so, dass am Ende ihrer zweiten Präsidentschaft an der Spitze der Kommission wir eine Europäische Union vorfinden, die von vielen, vielen Spaltungen betroffen ist. Der Norden, der Süden, oben und unten in unseren Gesellschaften, das funktioniert schlechter als vor 5 Jahren und sehr viel schlechter als vor 10 Jahren. Und ein eigener Beitrag dazu, das zu erklären, was da schiefgegangen ist von Ihrer Seite, das würde ich auch sehr begrüßen. Ich will mich jetzt konzentrieren auf die ganze Debatte um die Klima- und Energiepolitik und die Frage der Zukunftsfähigkeit der europäischen Industrie. Ich habe hier schon wieder anklingen gehört, wie kompliziert das ist, wenn man ehrgeizige Klima- und Umwelt- und Energiepolitik in einer Industriegesellschaft macht. Gucken Sie mal nach Deutschland. Das ist ja wirklich ein Land, ja, das man als industrielle Wüste geradezu bezeichnen kann, weil wir ehrgeizige Klima- und Energiewendeziele haben. Ja, diese Wirtschaft in Deutschland, die kommt offensichtlich überhaupt nicht zurecht, ist nicht mehr wettbewerbsfähig wegen ehrgeiziger Klimaziele. Also wer diesen Blödsinn glaubt, ja, Sie lachen, ich kann darüber leider nicht mehr lachen, weil diese blödsinnige Interpretation, die findet ja Eingang in die europäische Strategie. Herr Barroso, Sie haben eine Legislatur lang, haben Sie als Kommissionspräsident offensichtlich ertragen, dass wir ehrgeizig Klima- und Energiepolitik gemacht haben mit Stavros Dimas aus Griechenland und mit Andris Piebalgs aus Lettland. In dieser Legislatur sind Sie mit Ihren Leuten, zum Beispiel mit Kommissar Oettinger, konsequent daran gegangen, alles, was erreicht war, wieder abzureißen. Und wir sind mit den Klima- und Energiezielen, die Ihre Kommission präsentiert hat, sind wir auf dem Tiefpunkt der internationalen Klimapolitik und der Rolle der Europäischen Union angelangt. Es ist lächerlich, wie das Erneuerbarenziel ist und dass es kein Effizienzziel gibt, ist ja gerade, wenn man jetzt nach Osten guckt, ist doch Wahnsinn, ist auch strategisch völliger Wahnsinn. Wie erklären Sie sowas? Wie rechtfertigen Sie sowas? Sie müssen rechtzeitig, und das kann eigentlich nur noch bei diesem Rat passieren, diese ganze Verantwortungslosigkeit der Klima- und Energiepolitik korrigieren, weil sonst kann in Paris kein erfolgreicher UNO-Klimagipfel mehr stattfinden. Mit Ihren Zielen haben Sie sich verabschiedet vom 2-Grad-Ziel, ja, dem Ziel, woran wir immer festgemacht haben, wie wir zerstörerischen Klimawandel stoppen wollen. Und Sie haben eben auch, preisgegeben die Idee, dass mit ehrgeizigem Klimaschutz industrielle Innovation, wirtschaftliche Innovation verbunden werden kann. Was lerne ich im Moment aus der Auseinandersetzung auf der Krim und aus der Auseinandersetzung mit Russland? Was lerne ich auch aus der Lage südlich des Mittelmeeres? Dass Energieeffizienz und Ressourceneffizienz in einer Welt der begrenzten Ressourcen, wo damit Politik gemacht wird, Menschen, Völker erpresst werden, dass wir da wirklich Ressourceneffizienz und Energieeffizienz in den Mittelpunkt unserer Strategien stellen müssen. Und das haben Sie als Kommissionspräsident unterstützt von Tajani und Oettinger ganz offensichtlich abgemeldet. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.